Ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb, wir haben rund 70 Hektar. Momentan haben wir um die 120 Tiere, von Milchkühe bis Aufzucht und Mast. Rassenmäßig haben wir von Holstein, Red Holstein, Brown Swiss, Jersey. Die Geschichte vom Betrieb ist, mein Neni hat schon einen Betrieb gehabt und mein Vater hat einen 78er weiter ausgebaut, hat neu gebaut. Jetzt ist er in die Jahre gekommen und wir haben uns dazu entschieden, einen Laufstall zu bauen mit Roboter. Und sind am 25. April sind wir im Neubau eingezogen. Wir haben uns entschieden für einen Roboter, vor allem wegen der Flexibilität. Dass, wenn du mal am Heuen oder am Silieren bist, dass du dann sagen kannst, gut, jetzt tue ich Heuen und gehe erst am 8. oder 9., wenn ich fertig bin mit Heuen oder mit Silieren, mache ich den Roboter. Und es war die grosse Entscheidung, dass wir uns für einen Roboter entschieden haben. Weil beim Melkstand, ja, du hast deine fixe Zeit, wo du in den Stall musst, und bist gleich nicht zeitabhängig, was beim Roboter nicht bist. Und, wir haben uns für Lili entschieden, weil vor allem vom Arm her und vom Anrösten her hat uns besser getaugt. Der grösste Vorteil vom Roboter vom LHR ist, es wird immer gleich gemolken. Es ist immer der gleiche Ablauf. Ja, du hast halt viel Zahlen, was mit dem Roboter rüberkommst. Früherkennung mit Viertel und sei es mit süßwilligen Sachen. Du siehst es viel früher. Es ist sicher der grösste Vorteil. Ja, ich habe sicher Zeit gewonnen, durch das, dass ich einen Roboter habe und jetzt einfach anders einsetzen kann für das Managen von Herden und allgemein für Süßzeug anders überwachen können. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr Freizeit. Ich habe angefangen mit dem T4C, 14 Tage lang, und dann bin ich umgestiegen aufs Horizon. Mit dem T4C habe ich nicht so wirklich geschafft. Ich habe eher jetzt mit dem Horizon bin ich vertieft geschafft gegangen. Und man merkt schon dann auch, es ist eine Erleichterung, wenn es dann auch Hinweise gibt, wo du das Mehl hast oder allgemein jegliche Sachen, die du optimieren kannst, wenn es dir Hinweise gibt. Mein Ziel war, bei einem Neubau kommen 24 Stunden Zugang zu einer Weide haben. Weil Tiere sollten aus meiner Aussicht immer raus können. Wenn es warm ist, sind sie lieber im Stall. Wenn es bewölkt ist, gehen sie gerne raus. Und es funktioniert tadellos mit einem Melkroboter. Ich habe mich entschieden für eine automatische Fütterung, weil du bist auch viel flexibler. Das Tier hat jederzeit frisches Futter. Das Futter wird zugeschoben. Und ja, die Zunahme, sie fressen mehr. Es funktioniert einfach besser mit dem Vektor. Und auch für die Futterküche her. Flexibilität mit den verschiedenen Futtersorten, die du haben kannst, hat uns überzogen. Und ich habe ein System gewählt, das frei ist, wo nicht an Schiene geführt ist oder an jegliche Sachen. Die frei von jeglichen Sachen ist und ja, es hat uns überzogen. Wir haben uns für einen Kollektor entschieden wegen der Klauengesundheit. Es ist immer sauber, es liegt nicht viel Mist rum, die Klauen sind trocken. Es macht auch für das Auge etwas, wenn es immer sauber ist. Die Zusammenarbeit mit der Lili ist sehr zufriedenstellend. Es hat angefangen mit der Beratung. Man hatte eine sehr intensive Zeit am Anfang. Man ist gut beraten worden. Man hat sich Zeit genommen für ihn. Nicht irgendwo noch verloren. Man ist aufgehoben. Man hat eine gute Betreuung. Wir sind jetzt 3 Monate im neuen Stall hin und es fühlt sich richtig gut an. Es ist recht gut angelaufen. Die Melchungen gehen rauf und es fühlt sich recht gut an, auch wie sich die Kühe daran gewöhnt haben und wie sich die Kühe wohlfühlen mit dem Roboter. Es ist sehr überzeugend mit dem, was ich umgesetzt habe mit dem Neubau.